Schauen wir mal, wie das wird, das erste Live zwischen dem allerliebsten Michael Metzger und mir. Wir haben uns heute mal auf die Fahne geschrieben, digitale Sichtbarkeit, gerade im Jahr 2023, zumindest in der Recruiting-Bubble, das Thema Employer Branding in aller Munde und natürlich vertrieblich gesehen genau das Gleiche. Ich übergebe an dich, stell dich gerne vor, was ist heute Fahrplan? Was hast du dir so vorgestellt? Wir sind beide jetzt hier relativ spontan reingekommen, haben jetzt nicht irgendwie 3000 Sachen mitgebracht, über die wir berichten wollen, sondern wollen das ja auch ein bisschen dynamisch gestalten. Aber stell dich gerne erstmal vor. Ach, immer vorstellen. Wo soll ich mich denn vorstellen? Für was soll ich mich vor was soll ich mich stellen? Wir sind doch hier für die Zuhörer und Zuhörerinnen und Zuschauer, YouTube Live. Ich bin der Michael, hallo. Thema, was ich habe schon lange, bin Unternehmerfamilie aufgewachsen, so Unternehmerblut fließt durch meine Adern und was kriegt man da natürlich viel mit? Auch das Thema Personal. Mein Vater hat immer gesagt, wir sind zwar in der Landwirtschaft tätig gewesen, hatten eigentlich nichts mit Ochsen zu tun, außer ab und zu im Kundenkreis. Und manchmal meinte er auch bei den Mitarbeitern, ob das jetzt ein gutes Mindset ist oder nicht. Das kann man dann sicherlich in solchen Folgen auch mal beleuchten. Ob es da mal das ein oder andere Rindviech auch darunter gibt unter den Menschen. Das ist manchmal so, vielleicht ist man das auch selbst. Und ich glaube, deshalb haben wir uns ja auch beide mal zusammengefunden, um so ein paar Mythen, die vielleicht da draußen sind, ob es aus Mitarbeitersicht, Mitarbeiterinnensicht oder auch als Unternehmersicht, mal so ein bisschen Licht ins Dunkel zu bringen. Und Themen hatten wir ja so viele verschiedene, und das ist immer die Frage, mit was fängt man denn an, oder Martin? Ja, ich glaube aber, dass das richtig ist, weil auch wir beide, das ist ja das, wie sind wir beide zueinander gekommen, auch über LinkedIn, auch über ein soziales Netzwerk, ein soziales Medium. Ist immer schwierig nachzuvollziehen, wer ist auf wen aufmerksam geworden und wer hat sich mit wem vernetzt und Co. Ich weiß bloß damals bei dir, dass ich es geil fand, dass du unglaublich viel versuchst. Also so habe ich dich wahrgenommen. Ne? So, du hast ein Buch geschrieben, du hast mir, das ist wieder eine andere Sache, aber du hast wie nennt sich das, diese Plexiglasscheibe, Soll ich es dir die zeigen? Das ja. Moodboard. Das Moodboard. Komm, ich bin ja überhaupt Moodboard, genau. genau Und hier. ich weiß noch, du warst bei irgendeinem Webinar dabei und dann hast du da irgendwie dich zu Wort gemeldet. Und der Tim Vogt, der hat es damals bei dir auch im Webshop bestellt, das weiß ich noch. Und ich habe es irgendwie, warum auch immer, kostenlos bekommen. Wir sind ja über die Wirtschaftsunion auch irgendwie wiederum im zweiten Grad oder auf einer zweiten Ebene vernetzt. Und das fand ich sehr geil, dass du unfassbar viel probierst. Und da möchte ich jetzt zumindest mit dir hin. Bist du denn auf die grandiose Idee gekommen, dein Format Part 4 von X, Part 5 von X? Weil das ist so krass, Thema Sichtbarkeit. Du ballerst einmal täglich Content raus. Ich weiß nicht, ob es jetzt, ich sehe es zumindest auf YouTube und in einem WhatsApp-Status. Ich weiß jetzt nicht, auf welchen Plattformen noch. Und das ist so geil, weil man kommt, also egal wie stressig meine Woche ist, irgendwie ein Video gucke ich mir auf jeden Fall an, weil da, wo es online kommt und ich die Erinnerung bekomme oder das sehe, gucke ich es mir ja doch an. Und das ist ja auch wieder dieses Thema Sichtbarkeit. Also wie bist du da drauf gekommen und vor allen Dingen, was hat es dir gebracht bisher? Ich glaube, es sind 8 Folgen jetzt, ne? Heute kommt jetzt Tag 87. Die 90 oder die 100, 90 war mal so die Ausrichtung, 100 war mal so der ursprüngliche Plan. Wie bin ich da drauf gekommen, sage ich dir gleich. Ich weiß auch, wie wir beide noch zusammengekommen sind und tatsächlich Netzwerk und warum du das Moodboard kostenlos bekommen hast, ist, weil du einen Mutimpuls gemacht hast für meinen Adventskalender beim Podcast. Stimmt. Ja, Das war stimmt. die Grundlage dafür. Auch da habe ich schon probiert, Beispiel Adventskalender-Podcast zu machen. Ich muss gerade überlegen, 22 war es nicht, war 21, also Dezember 21. Und genau das wollte ich einfach auch mal probieren. Und da habe ich aber zum Beispiel festgestellt, also der Aufwand ist immer das eine, das merkt man ja oft auch erst beim Tun, als auch Adventskalender völlig überlaufen. Also falscher Zeitpunkt einfach. Das zu dem Zeitpunkt zu machen, da hat jeder irgendwie was. Da gibt es nicht nur den Schoko-Adventskalender zu Hause, sondern eben auch, Wohnen irgendwo, ne? ja genau, auch da ringsrum. Also habe ich für mich gedacht, die Idee ist gut, andere, worum ging es, andere mit ins Boot zu holen, um natürlich auch die eigene Sichtbarkeit ein bisschen zu erhöhen.
Aber völlig falscher Zeitpunkt dafür war ja so ein Stück weit Mutimpulse zu machen. Und das habe ich gesagt, okay, Idee finde ich gut, muss ich mal zu einem anderen Zeitpunkt noch probieren. Und so sind wir dann auch zusammengekommen, dann Wirtschaftsjunioren, Netzwerk und tatsächlich, jetzt auf deine Frage zu kommen, wie bin ich da drauf gekommen, das zu machen? Ich habe es bei einem anderen Podcast irgendwo gehört, der mal sagte, Mensch, zieh doch mal was 100 Tage durch. Mach doch mal was 100 Tage am Stück. Und ich bin einfach so ein Freund davon, mich selbst immer zu challengen. Weißt du, was lerne ich da auch über mich selbst? Und soll ja hier keine Werbeveranstaltung werden. Ich habe ja auch so ein Mutjournal, das ich täglich ausfülle. Das geht immer für 90 Tage. 90 Tage, wo ich mich täglich immer ein bisschen damit beschäftige, auch da eine lange Reise. Nicht täglich eine halbe Stunde, das finde ich immer völlig übertrieben, sondern in kleinen Schritten. Lieber täglich eine Kleinigkeit zu machen, als da immer zu meinen, ich muss eine Stunde am Tag irgendwas machen. Und so habe ich dann gedacht, das ist eine schöne Idee, was mache ich denn? Und ich habe schon verschiedene Sachen ausprobiert, ob es ein YouTube-Video ist, ein bisschen umfangreicher, ob es täglich ein LinkedIn-Post ist. Da habe ich gedacht, irgendwie, ich tue mir schwer. Erzählen, das geht irgendwie. Wird es meistens ein bisschen länger, also mich kurz zu fassen oder zusammen auf den Punkt zu bringen in so einem Post als Beispiel, tue ich mir schwer. Ich dachte, okay, komm, ich mache Podcast. Ja. Täglich eine Podcast-Folge. Und so habe ich dann auch angefangen. Und da ja jeder immer erzählt, naja, du musst ja omnipräsent sein und nimm doch aus einem großen Ganzen immer einen Schnipsel raus, habe ich gedacht, okay, wie kann ich das machen? Und dann war die Idee, ach komm, 30 Sekunden, ein Videoteil immer noch dazu, pro Podcast-Folge praktisch. Die Podcast-Folgen, die gehen, die letzte war mal wirklich nur 25 Sekunden, aber sonst, ich sag mal, von 3 Minuten bis 10 Minuten sind so die täglichen Podcast-Folgen. Und dann eben so ein 30-Sekunden-Ausschnitt da draus für LinkedIn, für YouTube, für Instagram, für TikTok. Ja, also Facebook ist Facebook. Also so, ich sag mal, die und WhatsApp-Status, auch da kam ja erst später dazu. Das war dann so eine Idee, wo ich gedacht habe, ach komm, ich will mal 90, 100 Tage das einfach mal probieren. Ja. Und da ich jetzt nicht wusste genau, wie viele Tage werden es, vielleicht breche ich schon nach 3 ab oder nach 13 oder nach 37. Ja. Oder gestern war auch so ein Punkt, nach 86, komm, lass es doch. Also immer wieder die tägliche Herausforderung. Kannst du noch voll machen, oder nicht? Zwischendurch habe ich auch schon so überlegt, Mensch, was wäre denn, wenn ich 1000 Folgen mache? Dann ist es 25. November 2025, 25. November oder 23. November, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, 2025. Ich habe gedacht, das ist ja schon cool, aber was machst du denn bis dahin? Also vielleicht auch viele Herausforderungen, die andere jetzt auch hier täglich haben. Wie komme ich denn in die Sichtbarkeit? Was habe ich denn für Themen? Was mache ich denn? Und dadurch, dass ich angefangen habe, hat sich das Thementhema hat sich irgendwie erledigt, weil ich habe immer irgendwas gefunden. Also ich musste dann wirklich gucken, ich habe schon eine Liste mir mit Ideen, ja, habe 20 Ideen, dann habe ich, keine Ahnung, ich glaube, ich habe schon 3, 4 verschiedene Listen, wo immer so 20 Ideen draufstehen, also zur Not habe ich immer eine Idee und doch mache ich es oft eigentlich so ein bisschen spontan auch durch den Arbeitsalltag. Also so ist das entstanden, dass ich mich eigentlich selbst wieder herausfordern wollte, ja, immer so ein Stück weit auch zu probieren, was geht denn, was ist denn möglich mit den Voraussetzungen und Möglichkeiten, die ich auch habe. Ja, ja. Also so ist das entstanden. Und da habe ich einfach mal losgelegt, jetzt Tag 87. Und jetzt wünscht man sich natürlich, man macht es 10 Tage, man macht es 15 Tage und auf einmal flattern so die Aufträge rein. Ja? Und was soll ich dir sagen? Ich habe dadurch noch keinen Auftrag gewonnen. Ganz spannend war aber, ich war vor, das ist schon 2 Wochen her, auch bei einer Veranstaltung Wirtschaftsjunioren hier bei uns bei einem Stammtisch und sprechen mich doch an dem Abend 3 Stück darauf an. Und da ist es mir auch erstmal wieder bewusst geworden, dass ich doch also auch sichtbar bin, ja, und das bei den anderen Leuten ankommt, ohne dass ich halt jetzt sofort vielleicht die Aufträge natürlich da kriege. Und das hat mich natürlich auch selbst ermutigt, zum einen weiterzumachen, für mich selbst einfach auch. Also ich bin jetzt noch nicht bereit zu sagen, ich höre jetzt auf. Weißt, ich will auch gerne wissen, wann kommt der Punkt tatsächlich. Zwischendurch war ich natürlich auch mal krank. Und trotzdem eine Podcast-Folge ging oder auch mir zu überlegen, wie viel produziere ich denn mal vor? Habe ich mal so 5 Folgen? Dann sage ich halt heute nicht, ist Tag so und so, weil ich das nicht programmieren kann sozusagen, aber die ich einfach mal in der Hinterhand habe, um so ein bisschen
auch auf so eine Situation mal vorbereitet zu sein. Auf jeden Fall hat mir das gezeigt und das hat es für mich schon gebracht. Zum einen habe ich mich selbst weiterentwickelt. Also der Ablauf funktioniert jetzt schon. Ich habe auch das Gefühl, die Kamera geht an und ich kann viel leichter erzählen. So, weiß ich war, also im Kopf bin ich schon weiter. Am Anfang mit Skript und noch angefangen zu schneiden und so probiert. Ich habe keinen Bock auf Schneiden. Die Zeit habe ich oder die will ich mir nicht nehmen. So dafür. Also, wie ich mich selbst schon verändert habe, indem dass ich es irgendwie jetzt schon für mich gefühlt besser schaffe, das auf den Punkt zu bringen. Dadurch, dass ich mich natürlich einfach jetzt schon 87 Tage damit beschäftigt habe. Und ja, der erste Tag hat natürlich die 5-Minuten-Folge 2 Stunden gedauert. So, jetzt dauert 5 Minuten aufnehmen, noch ein bisschen schnibbeln, Video exportieren und dann bei den Hochladen, ja, wenn es schnell geht, vielleicht mal 1/4 Stunde, wenn es in Anführungsstrichen lang dauert, 1/2 Stunde. Und das hat es für mich schon gebracht, also die eigene Sicherheit mehr, auch was probiert zu haben, auch zukünftig mal was zeigen zu können, weil ich glaube, das ist auch ganz wichtig. Man wünscht sich immer schnell anzufangen, in die Sichtbarkeit zu kommen und dann soll morgen gleich der Return on Investment kommen. Aber wenn dann jemand mal drauf guckt, und so war auch das für mich, jetzt kommt mal jemand neu auf mein Profil als Beispiel. Und der sieht jetzt, der wird ja nie alle 87 Folgen anhören, darum geht es auch gar nicht. Aber der sieht, oh guck mal, da passiert was, der ist konstant, der hält durch. Also auch das, was ich dann nach außen zeige, auch für mich selbst. Und das hat es auf jeden Fall schon gebracht. Und ich bin schon besser bei anderen im Kopf. Und ich glaube wirklich, wenn da mal irgendwas ansteht, Thema Mitarbeiter kündigt, die sind mit einem unzufrieden, die suchen dringend neue, dass sie dann vielleicht mich schon mal eine Schublade höher eingeordnet haben. Ja. Dadurch, und wenn es auch nicht jedes Video oder jeden Podcast anhören, aber sie sehen es. Ja. Und ich glaube, das ist das ganz, ganz Wichtige und auch das, was es für mich jetzt schon gebracht hat. Wie gesagt, ich kann da jetzt noch nicht sagen, dass ich da jetzt direkt einen Auftrag damit gewonnen habe, aber ich glaube, ich bin schon weiter bei denen im Kopf, also schon ein paar Stufen einfach weiter, um vielleicht näher dran zu sein an einem Auftrag. Also das ist, da gibt es eine spannende Statistik aus Amerika, dass du, um bei einem neuen Kunden in den Sourcing-Prozess mit reinzukommen, brauchst du 240 Touchpoints. 240? Und das, was du machst, ist eigentlich perfekt zu diesem Thema. Warum? Weil jeder von uns, also gerade Selbstständige, ne, Einzelunternehmer, aber auch mittelständische Unternehmen, die jetzt sagen, ach komm, ich mache mal bei LinkedIn 2 Postings oder so. Ne? Also da sind ja viele, die versuchen was und gehen aber dann davon aus, ich kriege relativ zeitnah, so dass ich es auch zuordnen kann, ein Resultat. Das ist ja auch das, was du sagst. Das ist ja auch diese erste Entschuldigung, die man für sich selber hat. So, ja gut, ich mache das jetzt seit 100 Tagen, aber es ist noch nichts rausgekommen. Das ist ja das, was du jetzt auch gleich eingangs gesagt hast. Aber das ist ja eigentlich nicht gut, also auch im Sinne von für uns selber. Warum? Weil wir in dieses Schwarz-Weiß rein sortieren. Und wichtig ist halt, also so sehe ich das jetzt auch mit diesem Live, es ist halt ein Zahlenspiel. Also wenn es wirklich um messbaren Erfolg geht, muss uns klar sein, wenn jetzt hier jemand sich dieses Video anguckt. Das ist Touchpoint 1. So, der guckt nochmal 2 Videos von mir oder sieht mich nur, der nimmt mich wahr. Touchpoint 3. Ja. So, jetzt geht er auf LinkedIn, Touchpoint 4, vernetzt sich mit mir, dann ich poste ja täglich, ne? Dann kriegt er irgendwie pro Woche 3 Postings ausgespielt im Algorithmus. Ne? So, Touchpoint, weiß ich nicht, nach 10 Wochen Touchpoint 50 oder so. Und jetzt hat der immer noch nicht bei mir gekauft und im Kopf sagt die Person immer noch nicht, oh, jetzt muss ich mich aber mal drum kümmern. Jetzt, wenn wir aber sagen, 50 Touchpoints, überleg dir das mal, da ist der schon ein halbes Jahr in deiner Bubble unterwegs oder sieht dich oder drückt was auf ihn ein. Und ich glaube, dass das für ganz, 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 ganz viele ein... Das ist geil. Trotzdem einen Anruf bekommen, obwohl es nicht stören war. ganz, ganz eine Wissenslücke, die man schließen muss. Du machst kein Video, du machst kein Content, du machst nicht ein Webinar, du machst nicht eine Landingpage, du hast nicht eine Homepage. Das passiert in der reizüberfluteten digitalen Welt, in der wir momentan sind. Passiert das nicht? Wir haben fast 40.000 digitale Impulse jeden Tag im Durchschnitt. Der Durchschnittsdeutsche zwischen 18 und 60
hat fast 40.000 digitale Impulse. Du musst dir mal vorstellen, wie geil müsste der Impuls sein, dass jemand sagt, der Metzger hat genau auf den richtigen Punkt gedrückt, ich habe diesen Schmerz, ich habe das Budget, ich habe jetzt die Zeit, mein Telefon zu nehmen. Das passiert einfach nicht. Richtig. Dass gerade bei diesem Thema, was wir haben, digitale Sichtbarkeit, nicht die Erwartungshaltung ist. Morgen, übermorgen, nächste Woche, X. So, anderes Beispiel, ich hab ja 3, 4 YouTube-Ads, also Werbungen geschaltet. Und messbar war da gar nichts. Also jedes Mal YouTube-Werbung schalten ist tatsächlich nicht verkehrt, also rein von Kostenpunkt her. Es waren jedes Mal 80, 90 Euro, ein paar tausend Leute. Ne? So 6.000, 7.000 Leute haben sich dann das Video in Gänze angeschaut, ging so 30 Sekunden. Hat nichts gebracht und ich sag mir, brauchst du eigentlich nicht nochmal machen. Laufe ich zu meinem Barber, wie alle 3 Wochen, lass mir die Haare frisieren und dann unterhält er sich mit zwei seiner Kumpels auf, ich glaube Kurden sind das, ne, und zeigen auf mich. Und dann sage ich, Jungs, was ist los? Und dann sagt er, gell, du hast eine YouTube-Werbung geschaltet. Und dann gucke ich den so an und sage, ja, ich wusste doch, ich habe dich hier in dem Laden gesehen. Und du glaubst es nicht, die haben ihr Handy, also YouTube, laufen als Musikstream. Ja. Kommt genau in dem Moment meine Werbung. Und dann denke ich mir, jetzt sitze ich, kleiner Kasper, bei mir zu Hause und denke mir, oh, die 70 Euro. Aber das ist in dem Friseurladen gekommen, wo 10 Leute saßen. Mhm. So, und die haben die Werbung natürlich nicht geskippt, weil, ne, da sitzt ja niemand am Handy und sagt so, ich überspringe jede Werbung. Ja. Und ich glaube tatsächlich, dass wir gerade Unternehmer oder kleine mittelständische Unternehmer viel zu viel erwarten im ersten Step. Und das, ne, man sagt ja, die Journey ist ja das Ziel, also diese Reise. Und man muss es einfach, und so versuche ich zumindest Kunden immer mit auf den Weg zu geben, früher hätten viele Unternehmer extrem viel dafür gegeben, in der Stuttgarter Zeitung, jetzt hier oder wo auch immer, halt in der Tageszeitung, einen Bericht zu bekommen mit Bild. Ja. Ganz viele alte Unternehmer hätten gesagt, oh, ich habe eine Anfrage von der Stuttgarter Tageszeitung, Krawatte, weißt du, alle Fusseln sind weg, ich war beim Friseur, ich überlege mir, was ich sagen soll. Ja. Und heute hast du jeden Tag genau diese Möglichkeit einfach vor dir. So, und die Leute kommen in diese Paralyse und sagen, ja, aber was soll ich sagen? Und das interessiert keinen und das ist mir zu schnell. Aber du musst es ja nicht schnell machen. Dann mach doch ein 10-Minuten-Video, mach ein 60-Minuten. Also, weißt du, aber die stehen davor und sehen so viele Probleme, aber, ne, das ist ja auch so ein bisschen dein Thema, einfach mutig sein, einfach mal Dinge ausprobieren. Und dann, und das ist, glaube ich, tatsächlich dieser Game-Changer, mir kann kein Mensch, der noch nie im Fitnessstudio war, erzählen, der kommt einen Tag, der kommt aus dem Fitnessstudio raus und sagt, geil, das will ich jeden Tag machen. Es wird keinen geben, der das macht. Vor allen Dingen, wenn er ein paar Kilo zu viel hat. Ja, stimmt. Das heißt, entweder du sagst, ich verstehe, jetzt tut das weh, jetzt ist das unangenehm, aber wenn ich das jetzt 30, 40 Tage lang mache, dann integriert sich das in meinen Alltag und dann tut sich was. Du hast nicht einen Tag später ein Sixpack. Du gehst nicht ins Fitnessstudio und hast auf einmal solche Arme. Ne? Genau, da denkt man immer, das lohnt sich nicht. Das ist immer so, das lohnt sich nicht. Aber das ist so wichtig, dass du sagst, dieser Schmerz und dieses Hinterfragen, also dass du sagst, boah, da geht verdammt viel Zeit drauf und eigentlich sehe ich noch kein Resultat. Du gehst nicht einen Monat ins Fitnessstudio und siehst ein Resultat. So, du siehst ein Resultat, wenn du dazu eine Diät machst, also wenn du den Schmerz erhöhst, dann siehst du schneller ein Resultat, aber auch nicht am ersten Tag. So. Und das ist halt, glaube ich, ganz wichtig bei kleinen, auch bei Beratern, auch bei Coaches. Da gibt es so viele Leute, die schreiben sich auf die Fahne, ich bin Marketing-Experte. Die haben keine Videos online. Nichts, weißt du, wo ich einfach sage, oh Leute, du verkaufst das Produkt Sichtbarkeit oder digital oder Marketing oder und du nutzt ja selber dieses Tool nicht. Und ich glaube, dass es extrem wichtig ist an alle, die sich irgendwann mal dieses Video angucken, A, nicht die Erwartungshaltung haben, es funktioniert morgen oder es bringt einen messbaren Erfolg innerhalb von einem ersten halben Jahr. Und dann zu verstehen, dieser Schmerz, den ich empfinde, ist nicht was Schlechtes, sondern das ist die Geburt von etwas und eine Geburt ist im Normalfall schmerzhaft. Ja, oder trägt Konsequenzen. Ja, und die Frage ist auch immer, was schmerzt, wenn du es nicht machst? Also, weil das ist halt immer das,
der kurzfristige Schmerz, ja, das andere hast du nachher langfristigen Schmerz. Du gewinnst keine Kunden, dein Personal, Mitarbeiter finden dein Unternehmen nicht gute gehen, weil andere sich anbieten, die sind sichtbar. Also das sind ja auch Schmerzen, nur die sind halt nicht sofort spürbar, oder? Du bist schon länger dabei und die sind halt dann doch spürbar und du willst aber den Soforteffekt, anstatt zu verstehen, ja, ich fange jetzt an und dann wird es in der Zukunft besser. Und das ist halt der Schmerz. Irgendwie hast du immer Schmerz in Anführungsstrichen. Aber es gibt ja den, ich weiß gar nicht, wie der Speaker heißt, aber das ist auch so ein unfassbar prägnanter, toller Impuls, der sagt, es gibt immer zwei Schmerzen. Entweder der Schmerz der Veränderung oder der Schmerz des Bereuens. Und im Unternehmertum glaube ich da felsenfest drauf. Guck mal, ich habe auf LinkedIn angefangen 2021 mit 200 Followern im Januar. 238, ich hatte kein Bild, so schlecht gepflegt, wie halt viele Profile sind. Und habe gesagt, boah, da gibt es nur, das sind halt irgendwelche Kasper und total international. Und die sprechen so ein gutes Englisch. Gibt mich alles nicht. Und dann war ich in zwei, drei Webinaren. Hab mir das so angeguckt, habe dann ein bisschen was gemacht, bla bla bla, ne? Reichweite ist gestiegen und bin jetzt die nächsten Tage bei meinem 1000. Post. Ich habe jetzt 14.700 Follower, glaube ich, und habe jetzt, und das musst du dir mal reinziehen, 1000 Beiträge in 2 Jahren geschrieben oder 2,5 Jahren. Und wie bist du da hingekommen? Du hast den ersten angefangen. Und der war so scheiße. Ich habe letztens meine ersten Postings wieder angeguckt zum Verstehen. Aber ohne diesen schlechten Post hätte ich heute keine guten geschrieben. Und LinkedIn war für uns oder für mich immer ein Vertriebskanal. Das hat auch immer irgendwie funktioniert. Aber mittlerweile ist das so, und das ist jetzt wirklich kein Scheiß, aber da siehst du, wie mächtig Content ist, ähnlich wie bei dir. Ich war letztens auf der Cyber One. Und die hatten mein Ticket nicht. Also die Registrierung. Also ich hatte die E-Mail bekommen, aber die haben whatever. Und dann ist neben der Frau, wo ich war, war eine andere Frau, die sagt, du bist doch der Martin Jäger, Hunter-Coach, oder? Ich folge dir auf LinkedIn, du hast dich bestimmt angemeldet. Ist kein Problem. Und dann hat die mein Problem geregelt. Und ich dachte mir, es ist so, weil ich kannte die nicht. Ich habe 14.500 Follower. Also ich habe sie nachher gefragt und so weiter. Das ist halt richtig krass, dass du das nicht siehst, bis es zu diesem Moment kommt. Weißt du, davor sagst du, oh, ich habe nur 10 Likes, ich habe nur 200 Ansichten, aber musst mal überlegen, 10 mal 200 Ansichten sind 2000. Stell dir mal 2000 Menschen vor, die dir zuhören. Ja, ich glaube, das ist immer das genauso, weil man immer in die Vergleichsfalle kommt. Ja? Du hast immer die 10.000, die 100.000 haben und guck mal, wenn die einmal posten, dann kommen ihre 500 Kommentare, 1000 Likes und man selbst sitzt da, macht Posts, passiert gar nichts. Drei Likes, 0 Kommentare. Ja, aber wie kommt man zu den verdammten 1000 Posts? Kommst du eben nur, wenn du den ersten anfängst, zwischendurch mal struggles, mal auf die Schnauze fällst und denkst, ah, jetzt habe ich auf den ganzen Scheiß keinen Bock mehr. Ich lasse es, dann macht man mal 2 Wochen gar nichts und irgendwann denkt man, okay, komm, ich leg noch mal los. Und auch da, die Hürde, ich glaube, also das im Kopf, ich glaube wirklich, das ist nur im Kopf. Also für mich ist da viel Kopfsache und deshalb auch so mein Thema mit dem Mut machen, weil ich glaube, da ist immer schon viel vorhanden, einfach mal anzufangen. Und ich habe es hier mit dem Podcast auch so gemacht. Ich weiß, wie schwer das ist, um Himmels Willen, da bin ich ja selbst immer mein größter Kritiker und ich muss das Seminar noch machen und ich brauche eine viel bessere Kamera, ich brauche ein viel besseres Mikrofon, ich brauche da noch ein Coaching, um zu wissen, wie das alles funktioniert. Und da gibt es eine neue AI-Software und da musst du dich dann auch wieder einlesen. Genau. Ich hatte vor... Ich schreibe gerade, ich hab mich da verbessert. Und erstes Kommentar, guck mal, erstes Live, ich sehe es hier oben auch. Genau. Ein Daumen hoch schon mal, guck mal, ein Daumen hoch, den wir haben, den hätten wir sonst nicht gehabt. Also vielen, vielen Dank dafür. Dazu ja und nein. Ich glaube, jemand, der gut in der Content Creation ist, der nimmt Feedback auf, aber, und also, ne, ich weiß, wie du das meinst, Joe, aber ich meine es jetzt so ganz pauschal, ich glaube, dass es extrem wichtig ist, dass du dich nicht
von deiner Grundstruktur, von deinem Wesen, von deinem Charakter zu viel von, weil es gibt im Social Media so viele Spinner, so viele Leute, die unerfolgreich sind und andere coachen, so viele, die sagen, hä, wie kannst du in dem Polo so ein Live machen, dein Bart war komisch, du hast kein Gel in den Haaren, du hast irgendwie komisch gestikuliert, du hast 3000 Mal Ams gesagt, du hast so viele, jetzt müssten wir es wegpiepsen im Nachgang. Warte, mach Piep! Ja, genau, so viele Versager, die so viel Zeit darauf verwenden, dich zu kritisieren, obwohl sie selber einen Scheißdreck an Ahnung haben. Und das ist übrigens, und da kommen wir wieder zurück zu unserem Thema vielleicht, weil jetzt nicht, dass wir uns vergaloppieren. Ich kenne ganz viele Firmen, also ich mache ja mittlerweile, hätte ich nie gedacht, einiges an prozentual an meinen Umsatz über LinkedIn-Coachings, ne? Also entweder in Richtung Auftritt oder Active Sourcing, ne? Läuft ja viel über LinkedIn. Das Hauptproblem, und wenn mir jetzt einer zuhört und ich habe einen Geschäftsführer oder eine Führungskraft damit erreicht, es müssen Menschen aufhören, für soziale Medien Regeln zu machen, die von sozialen Medien keine Ahnung haben. Da sitzt ganz oft ein Geschäftsführer und der meint das nicht böse. Mir ist das immer bewusst, das ist nie im Bösen. Weil kein Unternehmer sagt, ich schade meinem eigenen Unternehmen proaktiv. Aber wenn du keine Ahnung von YouTube hast, wenn du keine Ahnung von TikTok, Instagram, LinkedIn, egal welches Medium, dann bitte, bitte, bitte sage nicht zu deinen Mitarbeitern, ja, aber irgendwas, sondern dann sag, weißt du was, ich nehme den Hut, jetzt hast du den auf und du verantwortest ab heute LinkedIn, du machst dafür Regeln, ich vertraue dir und da gibt es keine, ich kenne Geschäftsführer, die machen Rechtschreibprüfungen bei den Postings ihrer Mitarbeiter. Ja, okay, und dann sagst du, Chef, dann Kommafehler, was macht der Mitarbeiter logischerweise? Der sagt vielen Dank und der wird nie wieder posten, nie wieder, nicht einen einzigen Beitrag. Und dann kaufen die sich teuer Employer Branding Schulungen ein und sagen dann zu ihren Mitarbeitern, hey, es wäre total toll, wenn du den Company-Beitrag mit deinem persönlichen LinkedIn, Instagram, TikTok-Kanal teilst oder wenn du mal was machst. Und dann sagt der Mitarbeiter innerlich, genau, und dann korrigierst du mir wieder die Rechtschreibung, einen Scheißtrick mache ich. Und deswegen Aufruf, und es ist nie böse gemeint, und ich weiß, dass das keine Führungskraft böse meint, wenn ihr keine Ahnung von sozialen Medien habt, was total okay ist, dann entweder informiert euch, holt euch eine Schulung, lest euch ein, guckt YouTube, es gibt tausende von, oder ganz ruhig sein und sagen, ich kenne mich mit Zeitungen aus und Presseberichte und Querlesen und gibt LinkedIn, Social Media, TikTok, gibt es irgendjemanden. Genau, also absolut, da bin ich natürlich auch bei dir wichtig, nicht sagen, ich mache das jetzt, habe von nichts eine Ahnung und will einfach loslegen. Also klar, Unterstützung, aber oft gibt es die eben auch schon im eigenen Haus. Das ist ja auch sowas und das Thema, das würde jetzt zu weit führen, aber genau die Erfahrung habe ich auch gemacht im eigenen Unternehmen, natürlich früher schon mit meinen Mitarbeitern, war ja auch meine Idee, komm, wir werden präsent nach draußen, das will gar nicht alles ich alleine machen, sondern ich hole meine Mitarbeiter mit ins Boot, aber da war es dann auch so. Also, du willst dir nur Vertrauen geben auf der einen Seite und dann kommt doch die Kontrolle. Also, da bin ich nicht von frei gewesen. Und habe gesagt, natürlich muss jeder Post über meinen Tisch laufen. Und was war nachher das Problem? Ich war der Flaschenhals zum einen, der Engpass. Und es ist ja nicht so, dass ich das fehlerfrei gemacht habe. Wir haben uns dann auch nochmal zusammengesetzt. Ich hatte da früher so ein Metzger-Insider-Team, wo es einfach auch darum ging, dass die Posts aus ihrem Arbeitsalltag machen. Weil den kann ich als Chef nicht machen. Oder auch wenn ich Zielgruppe, Mitarbeiter anspreche, dann ist das vielleicht auch nicht das Richtige, wenn ich poste, weil ich spreche die nicht an. Ich kann vielleicht eher Kunden ansprechen oder vielleicht mal Führungskräfte, sage ich mal so. Aber die Mitarbeiter, die Aufgaben tagtäglich machen, in dem Fall war es, dass die halt die Landmaschinen fahren. Ja, da sprechen die Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen, die bei mir waren, die sprechen die Sprache und die sind in den gleichen Bereichen unterwegs. Die können das viel besser als ich. Und ich habe dann immer noch versucht, die Kontrollfunktion zu übernehmen. Und das hat einfach nicht funktioniert, weil wir dann eben... Du hast es ja auch nie böse gemeint. Genau. Richtig. Aber deswegen, alle, die das machen wollen oder die sagen, oh, wir müssten jetzt mal mehr auf LinkedIn machen. Und dann sagen die Chefs genauso wie du, ich möchte das aber... Lasst es, bitte, bitte, bitte. Das ist wie, wenn du versuchst, kennst du diese kleinen Autos, die sich auch überschlagen können, die fahren immer durch Gras, über Stock. Und wenn du sagst, er muss jetzt genau gerade eine Linie, eine Strecke abfahren. Das ist nicht das Ziel dieses Autos. Das Auto soll Spaß machen, das soll durch den Schlamm fahren, das soll die Treppen mal runterfallen.
für das, was die meisten Leute planen, dafür hast du ein anderes Vehikel. Und das müssen die Leute verstehen. Social Media, es gibt ja Ziel ABEC. Also wenn jetzt hier ein Unternehmer irgendwie sagt, ist alles schwierig, was ja in Ordnung ist, ja, guck dich mal Ziel ABEC an. Das ist eine Firma, die macht Ventilatoren, also so für PCs und große Maschinen und Anlagen. Jawohl. Künzelsau bei Wirth. Und da ist ja der Rainer Grill, der PR-Manager, und der macht ja TikToks. Und über den gibt es mittlerweile einige coole Reportagen, wie erfolgreich das ist. Und das halt wirklich, der macht halt, also das muss keiner machen, irgendwelche Tanzvideos. Und da siehst du, da haben die wirklich Kommentare rausgesucht, wo dann drin steht, hey, coole Firma, habt ihr noch eine Stelle in der Buchhaltung frei? Hey, coole Firma, ich möchte auch mal so als LKW-Fahrer so witzig empfangen werden, bla bla bla, weißt du? Und das ist halt, das kannst du nicht machen, wenn ein Flaschenhals da ist. Also wenn dann jemand sagt, ich möchte das nochmal prüfen, dann ist diese ganze Magie, die da passieren kann, ist da komplett weg. Deswegen wirklich bitte, bitte, bitte gebt das weg oder ihr holt euch Schulungen oder Webinare oder beschäftigt euch mit dem Thema. Aber Social Media darf niemand beaufsichtigen oder die Regeln machen, der von diesem Medium keine Ahnung hat. Da sind ja viele Unternehmer schon ehrlich und sagen, na, ich habe eigentlich keine Ahnung von Instagram. Dann entweder lass es oder du setzt jemand den Hut auf und sagst, ich vertraue dir, und dann liest du am besten gar nichts. Also, wir hatten das auch so gemacht. Wir hatten uns dann auch alle nochmal zusammengesetzt und haben dann so gewisse Leitplanken einfach nochmal festgelegt, ja, dass wir sagen, okay, solche Sachen wollen wir nicht posten, ja, ja, und wenn ihr bei euch bei irgendwas unsicher seid, dann halten wir nochmal Rücksprache, aber sonst, also relativ freie Hand, also wie beim Auto oder wie bei der Straße, aber halt doch mit Leitplanken einfach da zu haben. Und das hat dann super funktioniert. Und wie ist es so oft? Wir hatten einen Mitarbeiter, der hat die Bilder immer früher schon bearbeitet, weiß, mit irgendwelchen Filtern drauf und alles Mögliche. Haben mir überhaupt nicht gefallen, aber kam natürlich super an, wie es dann halt immer, wie es dann halt immer so ist. Also, und das war ja nicht verunstaltet in dem Sinne, sondern die Maschine und das Feld und war ja alles drauf, aber der Himmel war halt deutlich blauer, als er halt war, oder die Maschine, so, ich sag's mal, mehr geleuchtet noch. Also alles okay, wo dann ja auch jeder wusste, okay, so ist es nicht in der Praxis, weil die dann halt schon deutlich anders waren. Und die kam aber gut an, und das war auch die Erkenntnis, die ich da hatte. Also ich wollte gern was machen, genau an dem Punkt, wo vielleicht auch viele stehen, und dann denkt man, ey, ich muss das selbst, ich habe aber davon eigentlich gar nicht so die Ahnung. Ja, das ist nicht schlimm. Das zu erkennen, ist ja schon mal das Wichtigste. Und dann zu sehen, okay, wie schaffe ich aber jetzt die Rahmenbedingungen, um dann sich nicht von der Sichtbarkeit ein Stück weit abhalten zu lassen, weil da sind wir ja eingangs drauf gekommen. Wenn du halt verdammt nochmal nicht sichtbar bist, wie willst du dann halt auch mal im Recruiting irgendwas, also machen? Ich stelle mir das immer so vor, bei uns zu Hause, so, es kommt Post oder eine Zeitung und wir haben gar keinen Briefkasten. Also du bist nach außen gar nicht sichtbar. Wie soll da zukünftig mal irgendwas überhaupt reinkommen? Deshalb hatte ich ja so das mal als Idee so unbekannt verzogen, ja, wenn da gar nicht sichtbar bist und welches der passende Kanal ist, und das kannst du dann immer noch rausfinden. Aber wenn du halt nichts machst, dann kann einfach auch nichts passieren. Dann hast du vielleicht mal einen Glückstreffer, wo du irgendjemand durch einen Bekannten irgendwo vielleicht halt mal irgendwas kommt, aber das reicht halt für die Zukunft nicht mehr, weil da gibt es andere Unternehmen, die sind halt sichtbarer, und ja, du hast schöne Beispiele gebracht, halt auch über die sozialen Medien, und jeder sagt immer, na, das lohnt sich nicht und da gibt es schon so viele. Ja, ist es tatsächlich so? Guck mal in dem Wettbewerb, wen gibt es da, und wer hat noch eine Webseite von 1803, die noch nicht mal mobil optimiert ist? Also sind es ja manchmal so Grundlagen schon. Ja, ich glaube, dass es wichtig ist, es geht nicht nur, weil das ist, glaube ich, auch wieder was am Markt überspitzt dargestellt wird. Es gibt nicht nur Social Media, es gibt nicht nur Gen Z, ne? Also ich war jetzt hier auch auf der Personal Süd, und da überall steht, wie erreiche ich junge Bewerberinnen und Bewerber und Gen Z und KI, und das sind alles Themen, aber wir dürfen halt nicht vergessen, wenn wir über Sichtbarkeit reden, es funktioniert noch Jobposting, es funktioniert noch Stepstone, es funktioniert noch eine Plakattafel zu bekleben, es funktioniert auch noch Tageszeitung, aber, und das ist ein elementares Aber, nur dann, wenn es nicht
scheiße und 0815 ist. Und da könnte ich immer die Wände hochkrabbeln, wenn ich dann irgendwas auf einer Plakatwand sehe, wo ich weiß, das kostet irgendwie 3.000, 4.000 Euro. Und dann ist das ein Stockmensch, der irgendwo im Bahrain sitzt und sich mal nett hat fotografieren lassen, mit einer langweiligen Werbebotschaft oben drüber. Und wenn es gut läuft, ist ein QR-Code dabei. Meistens ja nicht, weil QR-Code ist ja neue Technologie. Und dann steht da, bewerben Sie sich auf. Und dann steht da www.123gmbh.de/karriere/bewerbung/Fahrer. Wo ich mir denke, weißt du, oder hier in den Tageszeitungen, bei mir ist es ja immer die Stadt, weißt du, die Stadt Renningen sucht dann einen Amtsleiter. Und die Anzeige, weißt du, da möchte ich schon die Zeitung zumachen, wenn ich nur die Anzeige die erste Millisekunde wahrnehme. Und dann denke ich mir immer, das funktioniert alles noch. Es gibt nichts, was tot ist. Weißt du, es ist ja auch Kaltakquise ist tot. Ja, Kaltakquise ist tot, wenn du eine scheiß Kaltakquise machst. Ansonsten funktioniert das schon noch. Und dass da die Leute lieber bereit sind, Geld in alte Kanäle mit alten Informationen, also mit alter Technologie, alten Marketingvorlagen zu füttern, anstatt zu sagen, habe letztens einen Kunden gehabt, der hatte sich überlegt, für mehrere tausend Euro auf eine Messe zu gehen, also Messestand. Und dann sage ich, was nimmst du denn da raus? Wie viel kostet dich das? Und das tat dem unternehmerisch schon weh, also geldlich. Und dann habe ich gesagt, aber dann geh doch auf die Messe, die kostet 50 Euro Eintritt und dann machst du dir ein T-Shirt, hinten drauf einen QR-Code. Das war, ich weiß gar nicht mehr, was war denn das neue Produkt von denen. Auf jeden Fall habe ich halt irgendwie einen Wortwitz gemacht und dann halt einen QR-Code, hast du Bock auf ein Date mit mir. So. Und dann sage ich, und du stellst dich strategisch in die Nähe von einem Stand, der irgendwie in deiner Konkurrentenbubble ist. Und jeder, der mit denen redet, den quatschst du danach an, einfach als Besucher. Und dann haben wir eine Postkarte designt, da habe ich ihm halt geholfen, wo halt irgendwie was Provokantes, was Witziges drauf stand. Und der hat einen massiven Zulauf bekommen. Und dann sage ich, aber das ist doch so naheliegend. Also weißt du, aber der hat sich mit alten Strukturen mit einem Messestand in einer alten Technologie, also einem alten Medium einer Messe. Und ich sage, das kannst du doch ganz neu denken. Geh doch einfach auf die Messe als Besucher, nimm coole Postkarten mit, mach dir einen QR-Code auf den Rücken und marschier los. Und wenn es nichts bringt, hast du 50 Euro investiert und nicht 12.000 Euro für einen Messestand. Oder für ja. Also absolut. Ich glaube, das ist das genau das, was ich vorhin... Man denkt immer, die erste Hürde ist so groß. So, die erste Hürde, so gedanklich macht man sich immer so. Anstatt man sagt, Mensch, da kommt man hin, aber vielleicht in solchen Schritten. Ja, und den ersten kleinen mal anzufangen, sich gedanklich damit auseinanderzusetzen. Und bin ich ganz bei dir. Ich glaube auch, dass nichts tot ist. Man muss das Richtige für sich finden. Und da kann auch eine normale Stellenanzeige in der Zeitung. Ich habe da auch ein Beispiel, kostet 120 Euro. Wir haben damit drei Mitarbeiter gefunden. Mit einer Stellenanzeige. Wir haben bewusst gesagt, wir machen sonst nichts anderes und gucken erst mal da. Kann man auch wieder sagen, war ein Glückstreffer vielleicht. Aber hat schon mal funktioniert mit einer Stellenanzeige, wo jeder im ersten Schritt sagt, das funktioniert nicht mehr. Also es kommt immer auch einfach auf die Situation an und was passt dazu und wie fängt man mal an. Weil da ist es auch so, ist ja auch ein Prozess. Und das, was du sagst, vorhin auch schon, verschiedene Touchpoints, das könnte ja auch mal ein Touchpoint sein, wo man zum Beispiel auch die ältere Zielgruppe erreicht. Ja, eine Generation Z, die lesen das vielleicht nicht mehr, aber es gibt auch andere noch auf dem Markt, die sind 40, 50, die können und wollen auch noch arbeiten und vielleicht haben die auch gewisse Vorzüge. Muss heutzutage auch noch 7 Jahre arbeiten, ne? Oder ja. Also was das anbetrifft und ja, was ist da mal das Richtige? Das muss man dann mal, aber ja, braucht man immer den 25-Jährigen mit 20 Jahren Berufserfahrung. Aber ich glaub halt, also weißt du, wenn ich, also das ist jetzt so ein bisschen Insight aus meiner täglichen Arbeit, wenn ich richtig hart analytisch reingehe, ne? Also nicht jede Firma bucht mich für, geh komplett rein mit der Badekappe, spring ins Wasser, ne? Manche sagen, mach halt mal hier was, mach mal da was, ist es aber immer bisher, also 100%, deswegen spreche ich von immer, aber natürlich aus meiner subjektiven Wahrnehmung, so, dass wenn du drauf guckst, dass die in einer komplett lethargischen Position sind. Also die machen den gleichen Vertrieb wie seit 20 Jahren, die machen das gleiche Recruiting wie seit 20 Jahren, die haben die gleichen Einarbeitungsmuster wie seit 20 Jahren, die stellen
weißt du, also der HRler vor 20 Jahren, der musste halt ein Diplom haben und Berufserfahrung, und der HRler heute hat halt einen Bachelor und Beruf, also die haben, und das ist wirklich was, was ich unternehmerisch, ich meine, ich bin Unternehmer, du bist Unternehmer, was ich unternehmerisch nicht verstehe, dass man so krass aufgrund des Erfolgs, also gerade hier in Baden-Württemberg, ob du mittelmäßig oder mittelmäßig schlecht oder hervorragend, du kriegst halt irgendwo dein Geschäft leer, hier ist Vollbeschäftigung, blablabla, ne? Und dass ich aber das unternehmerisch so ausblende, dass ich eben sage, okay, wir jetzt sind 20 Jahre rum, vor 20 Jahren gab es noch kein mobiles Internet. Und seit dieser Zeit haben ja viele, und wie du es auch sagst, ne, die haben da eine Homepage, die kommt aus 2012, 13, da sage ich, da war Instagram neu. Yeah. Überleg dir das mal, weißt du, da war das der neue Shit. Und das ist halt was, wo ich ganz oft auch nach Hause gehe und mir denke, wie krass ist das, dass du irgendwann, also das machen die ja auch alle nicht boshaft, ne? Aber da halt auch wieder so ein bisschen an diesen Unternehmergeist appelliert, also auch jetzt, ne, so in Richtung Ende unserer Live-Session, seid wieder Unternehmer. Und wenn du kriegst durch TikTok, durch YouTube, kriegst du einfach Millionen von potenziellen Zuhörern auf der Mitarbeiterseite, auf der auch Dienstleisterseite. Weißt du, es schadet nicht, wenn dich ein Dienstleister anruft und dir ein geiles Angebot macht. Und das liegt einfach kostenlos da. Weißt du, oder in deine Belegschaft da einen Kicker in die Kantine reinzustellen oder in den Aufenthaltsraum. Der kostet dich was, 500 Euro, das setzt du eh von der Steuer ab und auf einmal lachen und kichern deine Leute wieder. Oder weiß ich nicht, ein Sodexo-Gutscheinsystem einzuführen oder ein E-Bike als Jobrad. Weißt du, unternehmerisch, ja, kostet das oder ist auch der Aufwand unfassbar begrenzt. Aber Dinge neu zu denken, ist, glaube ich, ja als Unternehmer so ein Ding, das musst du haben. Oder also in meiner Welt solltest du das haben. Oder wiederentdecken. Also ich würde manchmal auch sagen, auch wiederentdecken, glaube ich. So entstauben, so, so wieder. Ja, und ich glaube, dass das halt wichtig ist. Und wenn du halt wenn du eine Zeitungsannonce machst, voll cool. Aber bitte nicht dieselbe wie vor 10 Jahren mit derselben Message. Sondern mach was Neues. Frag mal junge Menschen oder frag Leute in deiner Zielgruppe, egal wie alt die sind. Und auch mal diesen Elfenbeinturm zu verlassen. Und was soll ich auf TikTok? Da sage ich immer, wer ist denn deine Zielgruppe? Ja, gute Mitarbeiter. Und dann sage ich, was ist, wenn ich dir sage, Instagram stirbt, Facebook stirbt, LinkedIn stirbt, Xing stirbt und nur TikTok bleibt übrig in 10 Jahren. So, was machst du jetzt? Ja, das glaube ich nicht. Und dann sage ich, es geht nicht darum, was du glaubst. Die Zahlen sprechen für sich, dass momentan TikTok durch die Decke geht. Warum nutzt du es nicht? Warum hebst du nicht das Geld, was auf der Straße liegt, auf und sagst, ich beschäftige mich damit? Oder gibt es einen Mitarbeiter? Und ist ja in Ordnung, wenn du dich dagegen entscheidest, aber entscheide dich nicht dagegen, ohne dich damit beschäftigt zu haben. Da sind wir wieder beim kurzfristigen Schmerz. Das ist wieder halt der kurzfristige Schmerz, sich damit zu beschäftigen, Energie reinzustecken, ohne halt den sofortigen Erfolgserlebnis wahrscheinlich zu kriegen. Aber du hast sonst halt langfristigen Schmerz. Und das ist halt immer so ein Stück weit die Entscheidung. Ja? Was du ja vorhin auch schon, kurzfristiger Schmerz oder langfristiger Schmerz. Und kurzfristig entscheidet man sich aber eher für die Freude, aber den langfristigen Schmerz blendet man dann halt aus. Ja. Aber zum Ende, also wir haben ja noch ein paar Folgen geplant, also wenn ihr... Ja, wenn so schnell eine Dreiviertelstunde rumgeht, wenn ich das hier so sehe. Wenn ihr Ideen habt, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr sagt, ihr wollt über irgendein spezielles Thema mal ein bisschen mehr erfahren, gerne in die Kommentare. Bei Michael kriegt ihr auch ein cooles Buch. Ich habe das selber gelesen. Ihr kriegt dieses Moodboard, was echt cool ist, wenn ihr so ein bisschen in der Behäbigkeit hängt. Das erinnert euch nämlich täglich dran, ohne vorwurfsvoll zu sein. Oh, gestern war ich nicht mutig, aber heute mache ich es vielleicht. Vernetzt euch natürlich mit uns. Also ich mache es dann in die Caption rein. Genau. Wir werden das jetzt mal versuchen, einmal die Woche so ein bisschen durchzuziehen. Versuchen wir mal, ob wir die Tipps, die wir raushauen, auch selbst schaffen, umzusetzen. Ja. Kein Druck, ob das mal mittwochs ist oder ob das dann Donnerstag ist oder ob man mal im Urlaub eben nicht ist. Es geht ja darum, was zu machen. Und du als, sage ich mal, aktuell zumindest mein Gast, gerne die letzten Worte, und ich verabschiede mich schon und wünsche einen schönen Wochenstart. Martin, danke. Also ich
finde einfach schön, dass wir losgelegt haben. Ich glaube, das ist auch so die Botschaft für mich, die ich gerne mitgeben will, einfach anzufangen. Und klar haben wir uns natürlich auch vorher mit dem Thema beschäftigt, ist ja auch so. Und trotzdem können wir vorher nicht alles wissen und um Himmels Willen ist ja schon alles perfekt, bestimmt noch nicht, aber das kommt auf den Weg. Und ich freue mich einfach, dass wir jetzt mal loslegen und wenn es nach der einen Folge wieder vorbei ist, dann ist es vorbei und trotzdem was gelernt und ich bin davon überzeugt, es kommt noch mindestens eine zweite und eine dritte Folge, ja, um einfach zu sehen, okay, was lernt man jetzt auch daraus, was haben wir gemacht und wie schnell ist eine Dreiviertelstunde rum? Ja, aber wir müssen uns mit dem Thema beschäftigen. Wir haben uns auch Gedanken gemacht, machen wir es, machen wir nicht, wann haben wir Zeit dafür? Also die gleichen Herausforderungen haben wir natürlich auch tagtäglich, was dann die anderen Unternehmen auch haben. Und trotzdem zu sehen, kurzfristig, komm, wir investieren in den Schmerz, wir gehen aus der Komfortzone raus, wir legen los und versprechen uns natürlich davon auch was langfristig. Wenn jetzt gleich morgen ein neuer Auftrag kommt, hat Martin auch nichts dagegen, mit Sicherheit und ich natürlich auch nicht. Und ich glaube, das ist einfach das, was ich auch nochmal mitgeben will. Ja, tatsächlich nochmal den Mut zu machen. Ich glaube auch so an das Unternehmertum, so manchmal am Anfang zurückzudenken. Da waren alle Unternehmer mutig, haben was Neues gestartet und ja, es sind dann neue Herausforderungen entstanden von außen als natürlich auch von innen, aber die mal anzugehen, sich bewusst Zeit dafür zu nehmen, um zu sehen, okay, wo kann ich jetzt den ersten kleinen Schritt gehen, um da in die Sichtbarkeit wieder vielleicht ein Stück weit neu zu kommen, zu gucken, welche vorhandenen Sachen sind schon da, wie können wir die einfach nutzen, wie können wir die vielleicht auch noch besser ausspielen, mehrfach nutzen von dem, was schon da ist, um da die Sichtbarkeit zu erhöhen. Ich hoffe, wir können da als gute Beispiele jetzt heute schon mal vorangehen. Hunger, ihr müsst Hunger haben. Du Aber hast Hunger. kurz, ich will dir gar nicht die letzten Worte klauen, aber wenn jetzt jemand sitzt oder das schaut und sagt, ich würde gern, habe auch was Cooles zu sagen, weiß aber nicht wie, wir beide haben unser Handy vor uns stehen sozusagen, also du brauchst dein Handy. Und wenn du eine coole Geschichte hast, schreib gerne in die Kommentare und dann komm einfach bei der Absolut. nächsten Session mit rein, wenn du da was mit beizutragen hast. Weil vielleicht ist das ja auch ein cooles Angebot, was der ein oder andere Stimmt. wahrnehmen möchte. Nachher einfach in einer Drei- oder Vierer-Konstellation, wer weiß, was draus wird, einfach so ein bisschen über Unternehmertum, über Sichtbarkeit. Und hey, wenn ihr euch gerade echt schwer oder wenn du dich gerade schwer tust, dann ist das perfekter Content. Warum? Weil viele tun sich schwer. Also komm mit rein. Herzliche Einladung. Danke an den Joe, der hat ja nochmal was geschrieben. Küsse gehen raus, toller Kommentar. Du sagst, ich bin Trendsetter. Das freut mich, dass du mich so siehst. Ich empfinde mich so nicht. Aber lasst euch alle nicht vom Weg abbringen. Und wenn Social Media nichts für euch ist, kein Problem. Ihr müsst morgen keine TikTok-Stars werden. Aber dann tragt die Konsequenzen und die Kausalitäten dieser Entscheidung. Und dann ist es auch in Ordnung. Aber beschwert euch nachher nicht ein halbes Jahr später, dass ein anderer über TikTok Mitarbeiter gewinnt und ihr halt nicht. Dann ist es vollkommen in Ordnung. Stimmt. Und ansonsten finde ich gut das Angebot, was du sagst, absolut. Wir können hier gerne unterstützen bei der Sichtbarkeit. Also darf sich auch hier schon mal bei uns natürlich zeigen, um zu sehen, ja, wie funktioniert denn sowas einfach auch. Genau. Martin, das. Als dein Handy und einen ruhigen Raum, der nicht irgendwie stockfinster ist, dann geht es schon. Genau. Ja. Und ach, bei mir ist jetzt die Sonne auch ein Stück weit weggezogen, jetzt geht es auch wieder besser. Jetzt noch verlabern. Ich sage Dankeschön, Michael. Ich Martin. sage danke an jeden, der das Video sich je anguckt. Danke an den Joe, Jawohl. treuer Teilnehmer. Und für alle da draußen, heute ist zumindest Montag, der 22.05.2023. Eine schöne Restwoche oder einen schönen Start in die Woche. Von mir dasselbe. Bei mir ist heute Tag 87 von X. Da darf ich nachher noch meine Podcast-Folge aufnehmen. Also heute auch von mir einen guten Start in die Woche. Martin, danke.